Kapitel 17. Die Lichtsprache. Die Avatare und Meister haben jetzt das Gitternetz der Erde durchdrungen und haben ihre eigenen Lehrmittel mitgebracht. Die Mittel, die auf diesem Planeten verwendet werden, sind Artefakte, die nicht aus eurer Dimension stammen, symbolische Formen, die buchstäblich ein eigenes Leben besitzen. Sie bilden das, was als Lichtsprache bekannt ist. Euch ist eine Struktur, eine geometrische Form implantiert, die in euch bestimmte Informationen auslöst. Denjenigen, die mit euch arbeiten, erleichtert es auch das Senden von Information direkt in euer Wesen. Die große Mehrheit von euch trägt Implantate, und wenn nicht jetzt, dann bald, falls ihr euch öffnet und ausrichtet. Niemand wird damit versehen, wenn er sich nicht dafür entscheidet. Diese Struktur der Lichtsprache ist ein Weg, Information und Energie zur Erleichterung eurer Entwicklung zu empfangen. Es ist eine Methode des Lernens, die nicht über Bücher oder den Intellekt abläuft. Sie erfordert, sich dem Glauben zu öffnen, dass es tatsächlich eine Hierarchie gibt, die unermesslich über euer Begreifen hinausgeht und die von Anbeginn an mit der Menschheit gearbeitet hat. Diese Hierarchie arbeitet mit Liebe, sie würdigt, wer ihr seid, und weiß aufgrund der im Planeten verschlüsselten Zeitmechanismen, dass das Bewusstsein für den Evolutionssprung bereit ist. Es gibt 144.000 Mitglieder der spirituellen Hierarchie, die zurzeit das Gitternetz des Planeten durchdringen. Jeder Meister hat sein eigenes Siegel, das einen Teil der Lichtsprache darstellt. 144.000 Energiesiegel werden also letztendlich euer Wesen durchdringen. Zuerst werdet ihr mit den 12 Formen arbeiten, die der Körper in sich tragen kann. Viel später, wenn die Umwandlung stattgefunden hat, wird es einen Zufluss aller 144.000 symbolischen Sprachstrukturen in euer Sein geben. Das wird eine Entfaltung sein, die in dieser Lebenszeit nicht einmal erklärt werden kann. Diese Umformung ist ein Prozess, der sich in euch entfaltet und durch den ihr in einen anderen Erfahrungsbereich gehen könnt. Jeder Einzelne auf dem Planeten besitzt das Potenzial, durch diese Umwandlung zu gehen. Viele werden den Prozess stoppen, weil sie nicht den Wunsch haben, sich mit dem höheren Bewusstsein in Einklang zu bringen. Wenn ihr euch bewusst seid, wer ihr seid, ist das eine Sache. Wenn ihr euch des göttlichen Bewusstseins, das diesen Planeten befruchtet, bewusst werdet eines Intellektes, der umfassend und liebend ist und mit euch arbeitet und wenn ihr dieses Bewusstsein anruft und bittet, ein Teil davon zu sein, dann werden euch die geometrischen Formen eingepflanzt. Die implantierten Formen können vielfältig sein, wie zum Beispiel die Pyramidenstruktur. Warum ist die Pyramide so wichtig? Auf diesem Planeten und im gesamten Kosmos wird die Pyramidenstruktur verwendet, um eine große Einheit des Bewusstseins darzustellen. Es ist die Struktur, die in all ihren Facetten am schwierigsten zu erschaffen ist, und doch ist es eine Struktur der Vollkommenheit. Es ist eine Struktur, die Energie von der Erde sammelt und sie hinaussendet. Die Strukturen der Kugel und Spirale werden auch in euch implantiert werden. Die Spirale liegt vielen von euch sehr am Herzen, denn ihr habt in Kulturen und Gesellschaften gelebt, die die Spirale zur Vermittlung vieler Ideen verwendeten. Auch die Strukturen der parallelen Linien und des Würfels werden eingepflanzt werden. Und es wird natürlich auch die Struktur des Merkaba Fahrzeugs geben, die fünfseitige Figur. Die fünfseitige Figur repräsentiert die Figur des Menschen in seinem unbegrenztesten Zustand, den vollkommen befreiten Menschen. Einige von euch kennen sie als eine symbolische Struktur, genannt Merkaba-Fahrzeug. Es ist die menschliche Struktur ohne jedwede Beschränkung. Es ist der Mensch, der fliegen kann, was für den Großteil von euch undenkbar ist. Dieses Implantat kommt, wenn ihr euch wahrhaftig bereit erklärt, zu tun, was vorher unmöglich war. Welches Implantat oder welche geometrische Form in euch eingepflanzt werden wird, wird vor allem von eurer Forderung nach Ausrichtung abhängen. Es wird auch von eurem Glauben abhängen, dass diese Wesenheiten sich bereit erklären, für euch da zu sein, wenn ihr euch bereit erklärt, für sie da zu sein. Wenn ihr beginnt, euch zu entfalten und zuzulassen, dass sich in eurem Leben Wunder oder Dinge, die als wundersame Ereignisse bezeichnet werden, manifestieren,
dann werden sie beginnen. Viele von euch werden mit dem Implantat des Kreises beginnen, denn der Kreis stellt die Gottform, Einheit und Vollkommenheit dar. Einige werden die Pyramidenstruktur wählen, da sie viele Leben mit entdeckten und noch immer unentdeckten Pyramiden auf dem gesamten Planeten verbrachten. Ihr glaubt, eure Geografie zu kennen, doch es gibt noch immer viele unentdeckte Dinge, weil sie von einer Wirklichkeit in die andere überwechseln. In tiefen Dschungeln liegen viele Pyramiden verborgen, oft unter Erdhügeln verschüttet. Es gibt noch viele Wunder zu entdecken. Jene von euch, die bereit sind zu glauben, dass es wahrlich keine Begrenzungen gibt, werden die Merkaba-Struktur auswählen und damit vom Planeten weggehen können, während sie noch immer hier leben. Der Wunsch, dies zu tun, muss in euch vorhanden sein, wenn euch die Merkaba implantiert werden soll. Schon haben einige versucht, mit ihr zu reisen, sie wissen, wie sie benutzt werden kann. Wenn ihr tatsächlich die Merkaba zu euch ruft und bereit seid, ein Gefühl dafür zu bekommen, was das wirklich bedeutet, unbegrenztes Bewusstsein zu sein, das mit eurem Körper reist, ohne dass er den Planeten verlässt, dann wird das Einsetzen erfolgen. Die Merkaba ist nicht das höchste Implantat, da es keine höchsten oder niedrigsten Implantate gibt. Das Einsetzen geschieht, wenn es am besten in eure persönliche Entwicklung passt. Wenn es einmal geschehen ist, werden neue Formen in endloser Folge in euer Sein kommen. Ihr wählt die Form, die euch eingesetzt wird, nicht bewusst aus. Ihr wählt jedoch das Leben, das ihr habt, und das öffnet euch für die Strukturen der Lichtsprache. Ihr wählt an jedem Tag aus, was wichtig für euch ist. Das ist euer Zugriff auf diese Formen. Durch diese Hochzeit von Energien werdet ihr schließlich alle das Alphabet des Lichts in eurem Wesen tragen, und dieses Lichtalphabet wird euch unterrichten. Wenn ihr von geometrischen Figuren geträumt habt, ist das ein Zeichen dafür, dass die Formen mit euch arbeiten. Oder ihr hattet in der Schule eine Vorliebe für Geometrie. Wenn ihr wissen wollt, was euch implantiert ist, dann achtet darauf, welche Formen im Traum immer zuerst auftreten oder größer sind als andere. Es gibt viele Formen, die noch nicht einmal Namen haben. Formen, die ihr jetzt kennt und erkennt, werden später neue Formen und Gestalten annehmen, die euer Bewusstsein nicht übersetzen kann. Die Spirale ist eine der Grundformen der Lichtsprachengeometrie. Sie ist eine Brücke, eine Lehre in sich selbst. Ihre Form ist mit Information kodiert, und wenn ihr euch auf der Spirale bewegt, ist sie scheinbar endlos. Dies zeigt euch, dass die Reise in euer Selbst endlos ist, und die Reise außerhalb eures Selbst ebenso. Ihr als Spezies werdet euer Bewusstsein aufspalten und in beide Richtungen gehen können, so dass Bewusstsein verbunden werden kann. Durch die endlose Reise nach innen und die endlose Reise nach außen schließt ihr euch an eine verbundene Spirale an, in der universale Wahrheit liegt. Wir haben gesagt, dass die Zellen in eurem Körper die gesamte Geschichte dieses Universums enthalten. Im Idealfall werdet ihr das Vorhandensein dieser goldenen Bibliothek in euch selbst in diesem Leben erkennen, und ihr werdet lernen, das zu lesen, was in ihr enthalten ist. Die Spirale nach innen zu nehmen ist ein Teil der Reise. Der Trick besteht darin, sowohl nach innen als auch nach außen zu gehen und zu erkennen, dass es dasselbe ist. Die Spirale existiert in vielen Dimensionen. Wenn ihr die Spirale visualisiert, werdet ihr fühlen, dass ihr sie schon gekannt habt, doch zuerst kennt ihr nur einen Aspekt von ihr. Wenn ihr mit der Spirale zu wachsen beginnt, werdet ihr erkennen, dass sie so viele Dimensionen hat, dass ihr den Rest der Ewigkeit, um euren Ausdruck zu verwenden, damit verbringen könntet, sie zu erkunden. Sie wächst. Die Spirale ist der Schlüssel, um das anzuzapfen, was in euch ist. Eure DNS hat die Form einer Spirale. Ihr seid von Spiralen umgeben, und die Lichtsprache bewegt sich auf den kodierten Lichtfäden, die auch in Spiralform herunterkommen. Das ist etwas, das erfahren werden kann, und es wird für euch immer wichtiger werden. Fühlt in eurer Meditation, wie ihr euch von einer Spirale tragen lasst, so, wie ihr es in einem Wirbelsturm tun würdet. Visualisiert, wie ihr eine Spirale näher kommen seht, die wie ein Tornado aussieht. Dann, statt davor wegzulaufen, bleibt stehen und fühlt, wie ihr hineingezogen gehen werdet. Fahrt auf ihr,
denn sie ist ein Torweg in andere Wirklichkeiten. In diesen geometrischen Figuren und Formen der Lichtsprache haben sich die gesammelten Erfahrungen von Individuen niedergeschlagen, die auf diesem Planeten inkarnierten, den menschlichen Gesetzen trotzten, sich zu hohen Fähigkeiten erweckten und sich dann als sprachliche und geometrische Komponenten manifestierten. Früher einmal existierten diese Energien als Männer und Frauen auf diesem Planeten. Sie haben sich zu geometrischen Symbolen entwickelt, und sie existieren in ihrer Aktivitätssphäre genauso, wie ihr in eurem Körper. Diese Wesenheiten existieren in einem Sprachsystem oder in einem geometrischen System. Es gibt ganze Universen dieser Systeme, und zurzeit wird euer eigenes Universum von diesen Universen besucht. Es werden Kreise und andere Figuren auf die Getreidefelder eures Planeten aufgebracht, die für euch unerklärbar sind. Diese Abdrücke sind eine Frequenz, nicht ein Prozess oder eine Handlung. Es gibt ein Lied, eine Geschichte oder eine Sprache, die mit Sprachsymbolen auf die Erdoberfläche geprägt wird. Diese Symbole kommen, um eine bestimmte Frequenz zu etablieren, und es werden mehr werden. Schließlich werden einige von euch Häuser in geometrischen Formen bauen, die nicht einfach nur Quadrate oder Rechtecke sind. Viele der Wohnbauten auf den Plejaden haben keine Formen, wie ihr sie kennt, und man weiß, dass Formen und Winkeln eine bestimmte Energie innewohnt. In der Astrologie weiß man auch, dass bestimmte Winkel Kraft besitzen und dass bestimmte Dinge bei bestimmten Winkeln geschehen. Ebenso ist es mit Formen. Bei der großen Pyramide geht es überall um die Verwendung von Winkeln und Formen. Energie sammelt sich in Winkeln, Figuren und Formen, und ihr könnt lernen, diese Formen zu erschaffen und in ihnen und in ihrer Nähe zu leben. Energien werden auf diese Weise gebildet und übertragen. Ihr werdet auch entdecken, dass bestimmte Winkel bestimmte Kräfte besitzen und dass einige Winkel sehr unangenehm für euch sind. Es ist manchmal besser, mitten in einem Raum zu schlafen als in einem Bett, das in einen Winkel von 90 Grad hineingequetscht wurde, denn der 90 Grad Winkel erzeugt eine Energieblockade. In der Mitte des Raumes fließt die Energie um euch herum. In der dreidimensionalen Realität werden jetzt viele Türöffnungen geöffnet, um Entwicklung auf die Erde zu bringen. Der Planet war einmal abgeschirmt und unter Quarantäne gestellt, denn es gab Kräfte, die hier miteinander kämpften. Es hat unglaubliche Kriege auf diesem Planeten gegeben, und einige sehr unfruchtbare Gebiete zeugen noch von diesen Kämpfen. Das war die Zeit von Chaos und Verwirrung, als Schöpfergötter gegen Schöpfergötter kämpften. Während der letzten Kriegswelle vor 10 oder 12.000 Jahren wurde die Erde abgeriegelt, denn diejenigen Wesen, die mit Licht arbeiteten, verloren den Kampf. Licht gewinnt eben nicht immer. Licht ist nicht immer der Sieger, so, wie ihr euch einen Sieger vorstellt, denn Licht muss lernen, alle Teile von sich zu integrieren. Urschöpfer ist in alle Dingen, und Licht und Dunkel sind Teile von Urschöpfer. Daher muss das Licht auch seinen dunklen Anteil in sich integrieren. Die Zeit hat die Ereignisse inszeniert und zusammengebracht. Seit den letzten Kriegen sollten eine Anzahl von Zyklen vergehen, und dann sollten die Türöffnungen zum Planeten wieder geöffnet werden, damit Licht eindringen kann. In dieser Zeit sind wir jetzt. Licht wird inszeniert, um wieder auf den Planeten zu gelangen, und es nimmt täglich zu. Damit die Energie sich durch euer Bewusstsein durcharbeiten kann, muss sie auf dem Planeten Fuß fassen. Intelligenz dringt in Form von Wellen ein und erzeugt geometrische Figuren auf der Erde. Es ist nicht so, dass ein Raumschiff herunterkommt, nachts Kornkreise erzeugt und dann wieder abhebt. Obwohl einige Kreise von Landungen verursacht wurden, kann Intelligenz jede von ihr gewünschte Form annehmen, und sehr oft kommt Intelligenz in Gestalt einer Welle. Es wird eine Zeit kommen, da tatsächlich eine Welle des Lichts über die Erde hinwegfegen wird. Intelligenz geht über das gesprochene und geschriebene Wort hinaus, denn es handelt sich dabei um eine Frequenz, die manchmal in geometrischen Formen auftritt. Pythagoras hatte ein gewisses Verständnis davon, aber seine Geometrie wurde von seinen Mitmenschen nicht verstanden. Geometrie ist entwickelte Intelligenz, eine Ansammlung von Erfahrung, die riesige Mengen von Information mitteilen kann. Tatsächlich werden die Kornkreise auf dem gesamten Planeten durch Ultraschall erzeugt, um diese Sprachfiguren auszuführen.
Am Anfang sind viele dieser Figuren Kreise. Sie werden sich zu Dreiecken, Linien und vielen anderen Dingen entwickeln. Die Kornkreise sind am häufigsten in England und auf dem europäischen Kontinent aufgetreten. Es gibt sie jedoch auch in der früheren Sowjetunion und in Südamerika. Sie kommen sogar in den Vereinigten Staaten vor, obwohl manche Leute ihre Existenz sehr effektiv verleugnen. Wir wissen, dass einige eurer Sender gerade Berichte über diese Kornkreise vorbereiten. Man wird sehen, wie dumm sie sich stellen werden. Es wird interessant. Diese geometrischen Figuren sind wie Hieroglyphen. Die Hieroglyphen und die in Stein gemeißelten Piktogramme auf dem Planeten sind von einer ähnlichen Intelligenz hervorgebracht. Mit anderen Worten, wenn man die Hieroglyphen so liest, wie sie aufgrund des Steins von Rosette entziffert worden sind, so teilen diese Hieroglyphen etwas mit. Wenn man sich an die geheime Sprache der Priester erinnern könnte, würden die Hieroglyphen eine ganz andere Geschichte erzählen. Und wenn man die Sprache der Schöpfergötter verstünde, würden sie wieder etwas vollkommen anderes vermitteln. Die jetzt auf die Erde gebrachten Kreise und Figuren sollen euch helfen, eure Frequenz zu halten und mit ihr umzugehen, und sie sollen euch Mut machen, euer Licht zu leben. Sie machen auf sehr subtile Weise Informationsfrequenz verfügbar, und noch niemand kann sie bis jetzt erklären. Diese Figuren sind alle miteinander verbunden, und würden sie alle gleichzeitig in das Feld irgendeines Bauern geschrieben werden, so würde sofort etwas mit ihnen geschehen. Sie treten entfernt voneinander auf verschiedenen Kontinenten auf und legen auf diese Weise ein Frequenzband um den Planeten, das dabei hilft, das Gitternetz der Erde zu aktivieren. Sie werden dazu beitragen, dass ihr euch mit eurem Wissen nicht mehr so sonderbar vorkommt und dass ihr die auftretenden Frequenzveränderungen angenehmer empfindet. Dies ist nur ein kleiner Teil dessen, was Kornkreise bewirken. Viele sind von sogenannten aufgestiegenen Meistern gestaltet und konstruiert. Es steckt aber auch ein Scherz dahinter. Einige Wesen haben, wenn sie sehr weit fortgeschritten sind, einen enormen Sinn für Humor entwickelt. Sie sehen alle Dinge mit Humor. Wie gesagt, sind geometrische Formen und Figuren Träger von Intelligenz. Sie sind Frequenzwellen, die moduliert und verändert werden können. Die auf die Erde kommenden Formen sind wie Energietore oder Energieglyphen. Sie sind intelligente Muster und werden gerade aufgestellt, um sich schließlich zu verbinden und ein intelligentes Gitternetz um den Planeten zu bilden. Dieses Gitternetz wird eine Frequenz besitzen, die die Menschheit zu ihrer Entwicklung nutzen kann. Zurzeit ist nicht die gesamte Sprache auf dem Planeten. Die Glyphen kommen als Ergebnis einer bestimmten Bewusstseinsentwicklung auf die Erde. Sie arbeiten mit Orten der Kraft, die Energiewirbel sind und sie jetzt anziehen. In den Milliarden Jahren, in denen sich die Erde schon in ihrer Umlaufbahn befindet, sind diese Zentren verdeckt und begraben gewesen. Einige sind in einen Zustand der Latenz verfallen, und viele werden gerade wieder erweckt, weil die um den Planeten gelegte Abschirmung aufgebrochen wurde. Die Kornkreise sind ein äußerer Ausdruck von Bewusstsein. Sie kommen in eure Wirklichkeit, um euch zu zeigen, dass der rationale Verstand nicht alle Daten kontrollieren kann, so sehr er das auch möchte. Diese Ereignisse treten auf, um sich mit der Bewusstseinskodierung aller menschlicher Wesen zu überschneiden. Wann immer die Wirklichkeit nicht erklärt werden kann, wird eine bestimmte Nische innerhalb des Bewusstseins geöffnet. Die Kornkreise übersteigen den logischen Verstand völlig. Daher zwingen sie die herkömmliche Sicht zur Erweiterung, da sie im üblichen Rahmen gar nicht möglich sind. Sie sind ein Auslöser. Sie zwingen die Wirklichkeit, über ihre eigenen Begrenzungen hinauszugehen. Es gibt eine Reihe von Gründen für das Auftreten der Kornkreise. Grundsätzlich existieren sie, um die Wirklichkeit in Bewegung zu bringen, um euch eher zum Fühlen als zum Denken zu bringen. Die meisten, die diese Kreise erforschen, versuchen eher durch Denken als durch Fühlen aus ihnen schlau zu werden. In Großbritannien treten sie zurzeit auf wie ein Hautausschlag, weil die Briten allgemein ein sehr logisch orientiertes Bewusstsein haben. Die britischen Inseln sind jedoch auch von megalithischen Spiralen und Steinformen beeinflusst, die die intuitiven Fähigkeiten der Bewohner intensiv geprägt haben. Dieses Phänomen besitzt keine Logik. Es zwingt eine logisch orientierte Gesellschaft, etwas anzuerkennen, das keinen Sinn ergibt,
Und dies geschieht auf sehr spielerische und offensichtliche Weise, ohne dass irgendjemandes Sicht der Wirklichkeit bedroht wird. Wenn überall Raumschiffe landeten, würden die Menschen sehr beunruhigt sein. Wenn sich aber Korn in konzentrischen Kreisen hinlegt und nicht einmal bricht oder abstirbt, so regt das niemanden allzu sehr auf. Versteht ihr, wie Energien mit euch spielen? Es ist notwendig, bestimmte Dinge zu tun, damit ihr es erkennt und versteht, ohne dass eure Schaltkreise überlastet werden. Diese Sprache wird als eine Geschichte auf den Planeten gebracht, als ein Informationsglyph, der eine Frequenz besitzt, um euch beim Halten eurer eigenen Frequenz zu unterstützen. Punkt. Wenn ihr aufwacht, ist es für andere leicht, euch zu verstehen und zu erkennen. Ihr werdet die ganze Zeit über beobachtet, denn es gibt Einrichtungen, die die Entwicklung und den Standort von Bewusstsein überwachen. Wenn das Bewusstsein einmal einen bestimmten Stand erreicht hat, wird von außen Unterstützung geleistet, um andere Bereiche jener Frequenz zu etablieren. Mit anderen Worten angenommen, ihr eröffnet ein Restaurant, und es ist ein voller Erfolg. Ihr führt es, haltet es in Schwung und verkauft wirklich gutes Essen. Dann kommt jemand vorbei und sagt, wollen Sie nicht eine Restaurantkette daraus machen? Wenn Sie uns die Konzession geben, bringen wir sie überall hin. Diese geometrischen Formen helfen euch, die Frequenz über den gesamten Planeten zu verteilen und sie aufrecht zu halten. Sie heben euch auf eine neue Ebene.